Wenn man an eine Solartankstelle kann man Strom tanken. Das Prinzip das ist zwar noch nicht weit verbreitet, aber es gibt es schon in Bern. Geeignete Fahrzeuge für diese Tankstellen sind sogenannte Flyers. Das sind spezielle Velos, die mit einem kleinen Motor unterstützt werden. Wie das Ganze funktioniert und wer dahinter steckt, das weiss Ralf Kreuzer. Er hat sich die erste und preisgekrönte Solartankstelle von der Schweiz angeschaut. Das Velo hier ist kein Velo. Es ist ein sogenannter Flyer und wenn man pedalt, hilft gleichzeitig ein kleiner Elektromotor mit, dass man nicht allzu sehr außer Atem ankommt. Die Energie, die man in der Bahn spart, muss man einem Elektromotor zurückgeben. Tanken kann man den Flyer umweltgerecht und zwar in der ersten Solartankstelle der Schweiz, zu Bern. Nach einer Stunde ist bereits wieder 50% von Leistung vorhanden. Für eine Vollladung braucht es 3 Stunden. Und für das mit einem reinen Gewissen passiert, kommt der Strom auch von Sonne. Die Energie wird auf dem Dach der Solartankstelle und auf einem Schulhausdach gewonnen. Ein Schönheitsfehler hat die Tankstelle. Hier kann nicht jeder sein privates Elektromobil auftanken. Momentan ist es so, dass die Solartankstelle, die hier auf dem Dach ist, nur die Energie für 2 Flyer liefert. Das sind die 2, die wir hier zum Auslehnen, zum Gratis-Auslehnen haben. Und es wäre natürlich vorgesehen, dass in einer späteren Phase vielleicht sogar in jeder Stadt irgendein ist, jeder mit seinem privaten Flyer oder gar mit seinem privaten Elektromobil kann Solarenergie gratis anzapfen. Die Berner Solartankstelle ist in sehr enger Zusammenarbeit mit dem Jugend-Solarprojekt von Greenpeace Schweiz entstanden. Und das Jugend-Solarprojekt ist jetzt mit dem Solarpreis 2000 ausgezeichnet worden. Für uns ein riesen Ansporn und auch Bestätigung, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Und wir werden natürlich noch wieder neue Energie da reinlegen. Und es ist auch eine Bestätigung für die zahlreichen Jugendlichen, die hier ehrenamtlich mitarbeiten. Und es ist sehr wichtig für uns. Wo man ansetzen will, ist klar. Wir machen einerseits weiter mit den Sonnenkollektoren, mit den Photovoltaikanlagen. Dann haben wir jetzt 2 Solartankstellen, die nächste Woche eröffnet werden. Wir gehen eigentlich so weiter, wie wir es jetzt erfolgreich geschafft haben. Wie gesagt, die Flyer-Velo zu Bern kann man gratis auslehnen. Und auch wenn die Energiegewinnung an Solartankstellen im Moment noch relativ bescheiden ist, so ist es auch der eigentliche Energieverbrauch vom Velo selber. Der Flyer braucht nur etwa 0,1 Liter Benzin, wenn man es umrechnen auf 100 km. Also sehr wenig Energie. Zudem kann man zum Pendeln, glaube ich, ideal 30, 35 km weit einen Arbeitsort und wieder zurückfahren. Nach dem Berner Pionierprojekt werden am 14. September in Könitz bei Bern und am 15. September in Zürich auch so Solartankstellen eröffnet.